der mysteriösen mit einem Gesamtgewicht von 87 Kilogramm. Ich präsentiere euch Crowchester! Wir haben eben Nicolas Kluth, den Unlimited Wrestling Challenge Champion, gesehen. Dieser Mann Crowchester ist sein Vorgänger gewesen. Und es ist ein wirklich ungewohntes Bild, Crowchester hier ohne den Challenge-Titel um seine Hüften zum Ring kommen zu sehen. Crowchester, er war Unlimited Challenge Champion, konnte den Titel dreimal verteidigen. Er war der Erste in der Unlimited Wrestling-Geschichte. Und als solcher hat er die frühe Geschichte von Unlimited Wrestling natürlich besonders geprägt. Das gilt aber auch für den Mann, der jetzt kommt. Fast Time Mudo. Leipzig mit einem Gewicht von 92 Kilogramm. Er steht für Kampfkunst. Fast Time Mudo. 630 Tage war er Unlimited Wrestling Champion. Auch, wie du es vorhin schon angesprochen hast, völlig ungewohnt, ihn ohne Titel zu sehen. In der Vergangenheit hat er Joey Legend, Chris Cole, Tarkan Aslan, Bad Bones und Senza Volto besiegt. Erst ein Marley's Girl, den wir später noch sehen, konnte ihn entthronen. Kontrovers, aber er konnte es schaffen. Es ist übrigens auch hier das erste Match von ihm, in dem er nicht im Main Event steht. Mal schauen, wie er sich jetzt hier schlägt gegen Crowchester, der, wie du es auch schon gesagt hast, ein ebenfalls ehemaliger Champion ist. Ob ihn das irgendwie belastet, ich denke mal nicht. Ja, es ist wirklich so ungewohnt. Diese beiden Männer haben so viel getan für diese ersten Monate von Unlimited Wrestling, diese Liga als Champions zu repräsentieren, sie auf ihren Schultern zu tragen. Aber natürlich ist das ein ganz besonderes Match. Für beide Wrestler ist es das erste Match ohne ihre jeweiligen Champion-Titel. Und natürlich wollen sie sich hier auch wieder qualifizieren für größere Aufgaben, für zukünftige Titelmatches. Mudo hat es ja auch im Vorfeld schon mal gesagt, er will nichts geschenkt haben, er will sich jede Chance erkämpfen. Und ich denke, genau so ein Typ ist auch Crowchester. Ja, beide wollen sich hier durch dieses Match bestimmt auch empfehlen für eine weitere Titelchance. Ich denke auch, beide dürften hier Respekt gegeneinander haben. Und was für eine Match-Ansetzung. Dieser Bro-Fist hier von beiden. So, hier geht's los mit dem Lock-Up. Shoulder-Block von Fast-Time Mudo. Aber da steht Crowchester schon wieder und zeigt hier ebenfalls den Shoulder-Block. Ja, was Mudo kann, kann Crowchester auch. Und beide haben ja ihren Spaß, sich hier im Ring zu messen. Es reicht nur bis zum One-Count. Ah, wir können ja wirklich ein athletisches Feuerwerk erwarten. Viele schnelle Cover-Versuche. Kick wird gekontert. Doppelter Dropkick! Noch ein doppelter Dropkick. Wahnsinn! Was du kannst, kann ich auch. Du hast es gerade gesagt, das ist absolut so. Ich denke, die beiden stellen sich in Sachen Technik eben nichts nach. Ja, finde mal im Wrestling Deutschland zwei andere Athleten, die so beweglich sind, die so athletisch sind, die eine solche Körperbeherrschung haben, die so flink unterwegs sind, solche Wahnsinnstechniker, also absolute Bilderbuchathleten. Man kann es gar nicht genug betonen. Enzo Wigiri von Crowchester geht ins Leere, da konnte Mudo ausweichen. Ja, hier die Respektsbekundung von Crowchester, die man ja aus den asiatischen Kampfsportarten kennt, die Verbeugung. Ja, plattiert Fast Time Mudo auch für Crowchester.
Was für ein Unterschied zu dem Match davor zwischen Jesse J und Clute. Da war ja Respektlosigkeit so Überschrift dafür. Und hier genau das Gegenteil. Da wurde mehr die harte Kelle geschwungen. Ja, hier ist Technik vom Feinsten zu erwarten in diesem Match. Und sportliches Fairplay, da bin ich mir sicher. Enzo Egiri mit Kopfschere von Mudo, sehr schön gemacht. Ja, und wieder sind beide hier in dieser Ausgangslage. Ja, beide schauen sich ja gegenseitig an. Und dem Publikum gefällt es zu Recht. Jetzt setzen sich ja beide im Schneidersitz gegenüber. Und die beiden, sie mögen keine Champions mehr sein. Also im Sinne, dass sie die Titel nicht mehr auf ihre Hüften tragen. Aber wie sie sich hier geben als Athleten, als Profis, als professionelle Wrestler, da sind sie doch einfach Champions in ihrer gesamten Art und Weise, in ihrer Haltung. Da jetzt groß einen Sieger auszumachen, wird extrem schwer. Beide wieder unglaublich schnell zur Sache. Standing Moonsault. Mudo weicht aus. Colchester fängt den Tritt von Mudo ab. Man kommt ja kaum hinterher. Jetzt geht der Standing Moonsault durch von Colchester. In die Rückenpartie von Fast Time Mudo. Und hier direkt das Cover geht aber nur bis zum Two Count. Mudo, der hilft sich hier an den Seilen wieder nach oben. Und so rieche ich das bei ihm. Da kommt Colchester geflogen. Also langsam kommt Fahrt in dieses Match. Springboard-Aktion von Colchester, die geht ins Leere. Da ist Mudo mal einen Schritt zurückgewichen. Das sah verdammt schmerzhaft aus. Fängt hier in der Luft hin ab mit einem Handkantenschlag. Mudo hört erstmal, was die Fans zu sagen haben. Chops von Mudo. Oh, da muss Colchester einige federn lassen. Beide Wrestler unglaublich beliebt. Man hört es hier beim Publikum. Colchester mit den Schlägen in die Magenpartie von Mudo. Und der Spinwheel-Kick von Fast der Mudo geht durch. Coverversuch, aber Colchester kommt bei zwei nochmal raus. Ja, die Kicks von Fast Time Mudo zählen zu den härtesten im gesamten Business. Ja, da siehst du, da hat Colchester auch schon ziemliche Spuren auf seiner Brust von Fast Time Mudo. Wow, Kick ins Gesicht von Mudo. Der kam ja völlig aus dem Nichts. Hast du den kommen sehen? Also ich nicht. Eins, zwei. Ja, die Beine von Fast Time Mudo, wir sagen es immer wieder gerne, die brauchen einen eigenen Waffenschein. So versiert ist Mudo mit diesen harten Kicks, die er auch wirklich in jeder Situation anbringen kann. Jetzt versucht hier Fast Time Mudo, Colchester die Luft zu rauben. Das ist natürlich perfekt für so einen Athleten, wie Colchester einer ist. Aber er kann sich so langsam befreien. Und hier Dropkick, aber Fast Time Mudo einfach mit einem Schritt zurück. Und der Big Boot. Und direkt das Cover hier wieder. Eins, zwei. Ja, Colchester kommt nochmal raus. Ja, Mudo hat ja schon einige Male diese Übersicht bewiesen, ja, dass er einfach mal so einen Schritt zurückgegangen ist, dass Colchester ins Leere gestürzt ist. Er war nicht umsonst 630 Tage Unlimited Wrestling Champion. Das muss ja irgendwo herkommen. So, jetzt die Schläge von Fast Time Mudo. Und wir dürfen nicht vergessen, als der vakante Unlimited Wrestling Champion Titel ausgekämpft wurde, standen sich diese beiden Männer auch gegenüber in einem Triple Threat Match. Damals war noch Joey Legend mit von der Partie. Mudo konnte sich damals durchsetzen und der erste Champion in der Unlimited Wrestling Geschichte werden. Damals auch ziemlich kontrovers gewonnen. Mittlerweile hat sich das aber komplett bei ihm gedreht und er ist ein respektvoller Wrestler geworden. Hätte man früher gar nicht gedacht. Und hier schon wieder der nächste Pin nach diesem Suplex. Reicht aber auch nur bis zum Two-Count. Ja, und jetzt, am Anfang haben wir das breite Grinsen von Mudo gesehen. Wir sehen jetzt so langsam kommt wieder mehr die Verbissenheit in Mudo durch. Auch das kennen wir ja von seinen Matches. Dass er wie einen Schalter in seinen Kopf umlegen kann und diese unglaubliche Härte an den Tag legen kann. Wie wir hier sehen, wieder mit diesen Trittkombinationen gegen Colchester.
Wieder ein harter Kick gegen die Brust von Crowchester. Crowchester muss aufpassen. Sobald der Black Belt Kick kommt, war es das eigentlich. Bisher kam noch niemand aus diesem Kick heraus. Du sagst es, sobald Mudo den Black Belt Kick ansetzt, hat er eine Siegesquote von 100%. Oh, hier ein Roller. Eins, zwei. Dafür muss ihm die Aktion natürlich auch gelingen. Aber Mudo wird alles tun, damit er den Move auch ansetzen kann, um das Match zu beenden. Aber noch muss er, denke ich, Colchester etwas weiter schwächen. Colchester versucht sich hier am Seil einzuhaken. Schafft es auch, diesen Move zu verhindern, den hier Fast-Time Mudo ansetzen möchte. Oh, knallharter Job von Fast-Time Mudo. Das hat sich schmerzhaft angehört. Crowchester taucht unter den Beinen weg. Enzo Egiri gegen Mudo. Close Line. Jetzt ist Crowchester wieder am Drücker. Elbow. Dropkick. Die Krähe fliegt wieder. Was zeigt uns Crowchester als nächstes? Er nimmt Anlauf und Head Scissor. Da fliegt Mudo Kopf voran in die Ringecke. Fast Mudo kann sich befreien, aber Crowchester taucht doch einmal ab und nimmt ihn auf die Schultern. Da lädt Crowchester Mudo auf, legt ihn ab, es geht aufs oberste Seil, Split Leg und Moonsault. Das ist diese Beweglichkeit, diese Unberechenbarkeit von Crowchester, die ihn so lange Champion bleiben ließ, die viele einfach unterschätzt haben. Ich glaube, ein Fast Mudo macht das nicht. Ja, und überall am Oberkörper von Colchester findet man hier die Spuren. Schau mal genau, man erkennt genau die Abdrücke von Fast-Time Mudo. Am Rücken, an der Brust, am Bauch, am Oberarm. Man sieht jeden einzelnen Finger, du musst mal hinschauen. Das zeigt einfach, mit welcher Wucht da Fast-Time Mudo zugeschlagen hat. Kick von Mudo. Ja, da vervollständigt er das Muster auf der Brust von Crowchester noch weiter. Das habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Aber das zeigt einfach, was für eine Härte hier. Fast-Time Mudo an den Tag liegt, auch mit diesen Kicks hier. Oh, Mudo, der ist jetzt in der Zone. Ja, jetzt gibt es nochmal diesen Spin-Wheel-Kick gegen die Ringecke. Elbow an den Kopf, ja. Jetzt geht Mudo aufs Seil. Mudo möchte fliegen. In den Rücken von Crowchester. Vorarmserie. Dritte Knie, ja. Das komplette Arsenal aller Gliedmaßen von Mudo wird ja abgespielt. Aber Crowchester kommt bei zwei nochmal raus aus dem Cover. Das ist die Aufgabe. Submission, ja. Zieht auch hier komplett durch. Crowchester muss hier irgendwie herauskommen, sonst war es das für ihn. Und zusätzlich zeigt Mudo noch hier diese Vorarms, um Crowchester weiter zu schwächen. Der Weg zum Seil ist nicht so arg weit weg. Das könnte er noch schaffen. Hier, das schafft er auch. Crowchester kommt mit den Beinen im Seil. Reno Beats, unser Ringrichter, weist fast der Mudo darauf hin, den Griff zu lösen. Er tut dies auch. Mudo denkt nach, was muss ich jetzt als nächstes tun? Was will er uns hier zeigen? Oh, der Body Drop von Crowchester, der kann kontern. Was auch immer das für eine Aktion werden sollte von Fast-Time Mudo. Vorarms von Crowchester. Und jetzt soll es auf das oberste Seil gehen. Krähe fliegt! Springboard DDT. Hin. Eins, zwei. Bei zwei kommt Mudo noch mal raus. Ja, die beiden schenken sich hier nichts. Die geben alles in diesem Match. Und die Zuschauer rufen zu Recht, das ist awesome. Von diesen Ausnahmeathleten, von den beiden hier. So, Mudo holt jetzt Crowchester von den Beinen.
Jetzt gibt es wieder weitere Tritte an den Brustkorb von Crowchester. Da duckt sich Crowchester weg, bekommt aber einen Tritt in den Rücken. Und Coverversuch, aber Crowchester kommt bei zwei wieder raus. Jede Aktion kann in dieser Phase des Matches das Ende bedeuten. Das weiß Fast Taludo, das weiß aber auch Crowchester. Crowchester, der liegt am Boden, der ist völlig gezeichnet. Mudo, der steigt jetzt offenbar wieder auf die Seile. Fly, Mudo, fly. Aber Crowchester steht schon wieder, kommt hinterher mit einem Enzo Egiri. Und jetzt gibt es hier den Frankensteiner vom obersten Ringseil. Wo nimmt Crowchester da noch die Kraft her? Und auch diese Übersicht und diese Energie, ja? Es ist unglaublich. Beide werden angezählt hier. Crowchester streckt den Arm nach oben, versucht sich irgendwie zu drehen, wieder auf die Beine zu kommen. Crowchester scheint ein bisschen schneller zu sein. Crowchester steht als erstes. Jetzt gibt es hier den Vorarm. Und den Chop. Oh, beide sind so gezeichnet. Beide taumeln hier. Beide schwanken hier. Beide sind sehr angeschlagen von diesem Match. Aber jeder darf hier mal zuschlagen. Wer die nächste größere Aktion bringen kann, ich lege mich da fest, ist der Sieger. Uppercut. Oh, Tritt ins Gesicht von Crowchester. Aber das kann Crowchester auch. Also beide Wrestler sind hier absolut ebenbürtig. Da taucht Crowchester ab. Wow, was für ein Spanish Fly aus dem... Aber das Spanish Fly reicht auch nicht. Ganz knapp. Da kommt Mudo gerade so aus dem Cover raus. Ja, man sieht so ein bisschen die Ratlosigkeit im Gesicht von Crowchester. Jetzt überlegt er, ja, jetzt darf er sich aber auch nicht so viel Zeit lassen. Jetzt muss er meiner Meinung nach schneller nachsetzen. Mudo kommt auch schon wieder auf die Beine, langsam aber sicher. Crowchester setzt jetzt an, was will er uns zeigen? Mudo kontert. Mudo will selbst. Pedigree! Der hat gesessen. Eins, zwei. Oh, ganz knapp. Auch Crowchester. Pedigree reicht auch nicht zum Sieg. Schau in das Gesicht von Fast Time Mudo. Er weiß selber nicht, was er noch machen soll, um den Crowchester am Boden zu halten. Der ist fassungslos. Er sucht Rat bei den Fans. Er schaut jetzt hier fragend ins Publikum. Das Publikum ruft, Fight Forever, Para, hast du Zeit? Kannst du forever hier bleiben? Clothesline, der befördert Mudo nach draußen. Crowchester nimmt Anlauf. Komm, Crowchester angeflogen, aber der Ellbogen von Fast Time Mudo war dazwischen, aber direkt noch einmal. Crowchester auf dem obersten Ringseil. Und ja, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, der Hallenboden, da liegen keine Matten, das ist knallhartes Parkett hier. Und alles voller scharfen Kanten, gerade an der Treppe hier. Aber zum Glück geht es wieder in den Ring, wo nichts im Weg liegt, normalerweise. Crowchester wieder auf dem obersten Ringseil, da fliegt er aber direkt in den Kick von Mudo rein. Das war's, oder? Eins, nein! Da kommt Crowchester nochmal raus. Mudo steht wieder.
Jetzt soll er aber kommen. Das ist das eindeutige Signal, ja. Mit dem Black Belt Kick. Wenn der jetzt durchgeht, das war's. Das haben wir so oft in der Vergangenheit gesehen, aber nein. Rochester weicht aus, rollt Mudo ein. Oh, Zusammenstoß mit dem Ringrichter. Oh, 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 Reno Beats hat da was abbekommen. Black Belt Kick Ansatz, ging wieder nicht durch. Oh, so kennt man Rochester gar nicht, ja. Das war schon ein Tieftritt. Und so gewinnt er das Match hier. Gewinner dieses Matches via Pinfall, Rochester! Was ist mit Rochester passiert? Ich wollte dich das gleiche fragen. War das Absicht oder war das ein Versehen? Erinner dich mal an das Match gegen Nicolas Knut, als Rochester anfing verzweifelt zu werden, wie er denn den Titel verteidigen sollte. Da ist auch so ein bisschen die dunkle Seite in ihm durchgekommen. Sehen wir denn hier eventuell einen neuen Rochester? Wir hatten am Anfang diese Respektbekundungen und am Ende doch dieses unfaire, kontroverse Ende. Schau in das Gesicht dieses Mannes hier. Was ist da nur passiert mit ihm? Ja, wir hören auch eindeutig, im Publikum mehren sich die Buhrufe. Ja, gemischte Reaktion auf dieses Verhalten.